Die Fans haben uns gezeigt, auch in schweren Zeiten, dass sie zu uns stehen. Und wir werden auch für die Fans kämpfen bis zum Ende. Ganz einfach aus Leidenschaft Eisbären-Fan. Also Mannschaft zu unterstützen und auch in schlechten Zeiten zu ihnen zu stehen. TJ Mollock mit dem 2:0. Ich will, dass sie merken, dass wir da sind. Egal, ob man allein da ist oder ob man in einer großen Truppe da ist. Und ich glaube, das tut denen gut, dass die merken, dass wir alle da sind. Zuschauer, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eiszeit, das Eisbären-Magazin auf TV Berlin. Mein Name ist Des Squire. Was für ein Eishockey-Wochenende für unseren deutschen Meister. 4 Spiele kamen zurück und dazu gab es auch ein 6-Punkte-Wochenende. Freitagabend in Iserlohn und am Sonntagnachmittag 3 Punkte gegen der Düsseldorfer EG. Wir fangen an mit dem Spiel am Sonntag und erst danach gibt es die geilen Bilder von dem Sonderzug-Sieg im Westen Deutschlands. 4 für Thomas. Wie bereits am Freitag in Iserlohn konnte Eisbären-Coach Jeff Tomlinson auch im Heimspiel gegen Angstgegner Düsseldorf wieder auf Bob Sepp, André Ranke, Barry Tellickson und Julian Tabor zurückgreifen. Und die Hausherren nehmen das Selbstbewusstsein aus dem Auswärtssieg mit in die Partie gegen den Tabellenletzten. Henry Hase bringt die Scheibe aufs Tor und Matt Foy verwertet den Rebound zum 1:0. Für den Angreifer ist es der 4. Treffer im 27. Saisoneinsatz. Und der EG-Torhüter Robert Göpfert ist früh bezwungen. Nachhaltiges Stilmittel in dieser Partie ist auf Eisbärenseite das Powerplay. Strafe gegen Düsseldorf Martinsen. Julian Talbot bringt die Scheibe zu Darren Ulver und wie sollte es anders sein, sieht dieser Barry Tellickson und der Rückkehrer vollendet zum 2:0. Ja, das war natürlich sehr wichtig. Es war für den Kopf gut, ja, dass wir wissen, wir können Tore schießen. Das haben wir dann auch gezeigt. Wir haben 4 davon gemacht und wir haben gezeigt, dass der Torwart auch seine Fehler hat, ja, und keine Mauer ist, wo wir kein Ding reinbekommen, sondern dass wir bei jedem Tor schießen können. Im zweiten Drittel scheitert Marc Bell zunächst an Düsseldorfs Köpfer, doch die Eisbären bleiben in Scheibenbesitz und spielen die Situation so lange aus, bis Marc Bell freistehend wenig Mühe hat, das 3:0 zu erzielen. Für den Angreifer ist es der 7. Treffer der Saison, der wieder im Powerplay fällt. Schlussdrittel erzielen die Eisbären dann noch Überzahltreffer Nummer 3 des Tages. Sean Lalonde zu Marc Bell zu Jimmy Sherwood und der Fanliebling erzielt 2 Tage nach seinem Geburtstag seinen 2. Saisontreffer. Zwar verhindert Düsseldorfs Justin Boström den 2. Shutout von Rob Sepp, doch die Eisbären können auf diese Leistung aufbauen. Ja, also wir haben ein paar erfahrene Spieler wieder zurückbekommen, ja. Bisschen Sicherheit, gute Teamleader zurück und wir haben einfach die einfachen Sachen gemacht. Scheibe zum Tor, Rebound geholt, dreckige Tore und wir waren einfach einen Schritt schneller als der Gegner und haben die Zweikämpfe gewonnen. Dreckige Tore und gewonnene Zweikämpfe sollen die Grundlage im Kampf um die Pre-Playoffs sein. Den Anhang wird's freuen. Also ein 4:1 Sieg für die Eisbären in der O2 World gegen Düsseldorf. Aber Freitag, da war die Hölle los. Es war Sonderzug-Time für die Eisbären-Fans. Und das bedeutete, jede Menge Fans, um die 1000, die mit einer Mannschaft gereist sind, nach Iserlohn. Und in Iserlohn gab es nicht nur eine tolle Stimmung, gab es auch ein tolles Spiel und jede Menge Rückkehrer im Team. Fazit, Dankeschön für die Punkte. Ich denke, die größte Problematik ist erstmal auf sich ein Sonderzugziel zu einigen. Wir haben in diesem Jahr wieder versucht, so offen wie nur möglich umzugehen, indem wir gesagt haben, okay, wir wählen erstmal ein Ziel. Dann hat sich das Ganze seitens der Bahn so verschoben, dass das eigentliche Ziel viel teurer war und die paar Stimmen, die dort mehr für Krefeld ausgewählt wurden, die mussten wir dann diplomatisch so klären, dass wir uns für Iserlohn entschieden haben, weil der Fahrpreis einfach der bessere ist und das entscheidend war. Die größte Problematik selbst ist immer der Zug selbst. In diesem Jahr hieß es dann wieder, okay, Wagenwechsel.
uns wurden dann wieder kleinere Wagen gegeben, sodass wir gesagt haben, okay, ihr, die ihr ursprünglich gebucht wart, wollt ihr denn stehen? So haben wir gesagt, okay, wir gehen dort mit dem Preis enorm runter, können die Leute aber mit dem Konten auf diesem Wege auch dafür sorgen, dass die Leute nicht in Berlin stehen gelassen wurden, und haben wir dann in den Bus gepackt, zu Sven und Ralle. Die ganze Logistik ist nicht unwesentlich. Guido und Sandra kümmern sich wie Mutti und Vati um ihre Ordner, sehen dann auch zu, dass alle so bestückt sind, dass es dann auch menschlich passt mit den Leuten, die in dem Zug sitzen, weil man sich halt kennt. Das ist der Vorteil mit unseren Fanordnern. Ja, und das Catering-Team, das macht seit Jahren einen Bombenjob. Da wird es nie wieder passieren, dass irgendwo mal was ausverkauft sein wird. Die Rückfahrten sind immer am lustigsten. Wenn man sich in den Armen liegt, eigentlich schon einen Meter hoch Bier an den Füßen hat und eigentlich nur glaubt, okay, lass uns Klamotten wechseln, sonst überleben wir den Tag nicht. Aus Sicht der Organisatoren ist es so, keine Verletzten, keine Beschädigung, alle mit zurückgenommen. Aus Fansicht wäre es natürlich großartig, wenn wir das Ding ja notfalls bei 59-59 mit 1-0 gewinnen. Unterstützung zu jeder Zeit, an jedem Ort. Für rund 1000 Eisbärenfans geht es mit dem Sonderzug am Freitagmorgen Richtung Iserlohn. Neben jeder Menge Bier und neu designten Wollmützen geht es auch mit der Hoffnung gen Westen, dass in den letzten 10 Hauptrundenspielen nun die sportliche Wende eingeleitet wird. Weil ich die Leute, die Atmosphäre, die Stimmung sehr gerne mag. Und der Verein auch viel mehr ist als nur das aktuell Sportliche. Also es kommen gute Zeiten, es kommen schlechte Zeiten. Als Erkennungszeichen der Reise sind traditionell wieder neue Mützen gestaltet worden. Bei Bedarf sind diese für 8 Euro zu erwerben. Natürlich ist es immer richtig toll, wenn man in einem Block geschlossen auftritt. Also ob es nun die schwarzen Pullover sind oder die beigen Mützen. Ein gemeinsames Erkennungszeichen ist immer sehr schön. Aber wichtig würde ich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt sagen. So klar, wir freuen uns drüber, wenn wir geschlossen auftreten und geschlossen hinter der Mannschaft stehen. Aber wer es nicht möchte, der muss auch nicht. Wir. Die Motivation mitzufahren, ja, ist immer ein Happening, hier mitzufahren. Man ist immer unter Leuten, mit denen man eh schon viel und gerne Zeit verbringt. Man lernt neue Leute kennen. Man ist. Im Gegensatz zu einer Busfahrt kann man sich besser bewegen, man kann auf und ab gehen, es ist schön einfach mitzufahren. Also man hat wirklich 24 Stunden volles Programm. Die Stimmung, die Party, dass man Leute, die man eigentlich nur so vom Weiten erkennt, auch hier intensiver mal ins Gespräch kommt, die man sonst nur in der O2-Word sieht. Ein eingefleischter Fan, egal in welcher Sportart, der fährt immer mit. Egal, ob die eigene Mannschaft verliert oder gewinnt. Ein gutes Spiel mit Motivation, Engagement und lustige Auswärtsfahrten ohne Probleme. Also, dass heute nichts weiter passiert, wo Aggressivität oder so im Spiel ist. Ein Wunsch, der nicht ganz in Erfüllung geht. Während einige Eisbärenanhänger in einem Tunnel zwischen den Bahngleisen stehen, wird die Situation oben unübersichtlich. Während die Polizei den Einsatz von Pfefferspray damit rechtfertigt, dass sie zunächst die Abkürzung von 50 Eisbärenfans über die Gleise verhindern wollte und es im Anschluss zu Schlägen und Fußtritten seitens der Fans gegen die Polizisten kam, ist diese Darstellung nach Gesprächen mit den betroffenen Fans schlichtweg nicht nachvollziehbar. Die Stimmung während der Fahrt und bei der Ankunft in Lehmate war grundweg friedlich. In einer Pressemitteilung der Eisbären wird darum die Frage aufgeworfen, ob das Einschreiten von Bundespolizisten in voller Montur mit Helm, Pfefferspray und Schlagstöcken in eine abgeschlossene Belehrung eines einzelnen, durch das Betreten von Gleisanlagen auffällig gewordenen Fans zu rechtfertigen sei. Durch den Einsatz von Pfefferspray erleiden Anhänger der Eisbären Augenreizung. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt hat, geht es mit den Pendelbussen zur Halle laut, frenetisch und keinesfalls gewaltbereit. Ganz einfach aus Leidenschaft Eisbären-Fan. Also Mannschaft zu unterstützen und auch in schlechten Zeiten zu ihnen zu stehen.
ich will, dass sie merken, dass wir da sind, egal ob man allein da ist oder ob man in einer großen Truppe da ist. Und ich glaube, das tut denen gut, dass die merken, dass wir alle da sind. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass viele Leute dahin fahren, dann macht es umso mehr Wirkung oder ist es umso intensiver und dann werden die definitiv angeheizt und dann werden die auch eine super Leistung da auf dem Eis bringen heute. Vor 4.997 Zuschauern können die Eisbären ihre erste Powerplay-Situation gleich zum Torerfolg nutzen. Konstantin Braun trifft mit seinem ersten Saisontreffer zum 0:1. Jetzt Puckgewinn an der blauen Linie. Die Eisbären finden jetzt die Formation, bauen auf, hinterm Tor, jetzt auf, ich kann es hier schnell wirklich schlecht sehen. Olver auf Bell. Olver, Bell, ja. Bell an der blauen Linie, der schaut, wo kann er verteilen, wieder zurück in die Rundung, wieder zurück zu Bell, Bell wieder in die Rundung, Bell immer noch hier, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in diesem Überzahlspiel jetzt in der zweiten Frequenz. Und jetzt Olver schiebt ihn groß rein, abgefälscht, aber wieder raus. Telexen an die blaue Linie auf Bell, schön auf Konstantin Braun. Tor! Oh. 1:0 für die Eisbären in der 12. Spielminute, 4 Sekunden bevor die Iserlohner wieder komplett sind, durch Konstantin Braun mit einem Tor aus allerspitzestem Winkel. Minus 10 Grad, würde man so schön sagen. Bell behauptet die Scheibe gut in der rechten Rundung, wird jetzt attackiert, hat den Puck immer noch. TJ Moloch kommt zur Hilfe, Trivelato geht nach, Rankel schön rüber auf Henry Hase. Henry Hase bringt den Puck zum Tor. TJ Moloch mit dem 2:0. Wow. Das Netz war frei. Lange konnte nicht den Puck so entscheidend festhalten, beziehungsweise musste ihn etwas abprallen lassen. Kein Vorwurf an ihn, aber auch scheißegal. Und das freie Netz nutzte dann TJ Moloch in der Kurve der Eisbären-Fans zum 2:0. Noch ist hier im Eishockey, das wissen wir alle selber, wir wollen richtig, das Rasenschwein nicht bemühen. Genauso ist es noch, ist viel möglich, vor allem in den letzten Sekunden. Aber Torwart gerade raus. Weil Iserlohn auch so gut spielt in letzter Zeit. Aber schön von André Rankel, André Rankel! Tor! Er trifft! 3:0 und der Kapitän trifft in seinem ersten Spiel nach 10-wöchiger Verletzungspause. Und ich glaube, der sichert den Sieg. 1:13 vor dem Ende. Jetzt möchte ich bitte noch ein Shutout und dass alle gesund mit dem Zug nach Hause kommen. Dann bin ich glücklich. Ja, es lief gut heute. Wir haben heute gut gespielt. Hatten eine Phase im zweiten Drittel, wo nicht so viel geklappt hat, aber wir sind dran geblieben, haben weitergearbeitet. Und das dritte Drittel haben wir sehr, sehr gut gespielt. Haben eine souveräne Runde gespielt und Seppe hat wieder unglaublich gehalten bei seinem Comeback. Von daher, ich glaube, besser hat es heute nicht laufen können. Ist unglaublich, ja. Die Fans sind unglaublich, egal was passiert, egal was ist, die stehen hinter uns. Wir hatten jetzt eine schwere Phase. Wir hoffen, dass wir das jetzt wieder zurückzahlen können mit ein paar Siegen. Unheimlich wichtig für uns. Die Fans haben uns gezeigt, auch in schweren Zeiten, dass sie zu uns stehen. Und wir werden auch für die Fans kämpfen bis zum Ende. Ein eingefleischter Fan, egal in welcher Sportart, der fährt immer mit. Egal, ob die eigene Mannschaft verliert oder gewinnt. Und in diesem Fall sind die Eisbären-Fans zum Glück echte Wiederholungstäter. Also was für ein Spiel in Iserlohn. Und der dickste Lob geht an diesen Leuten hier. Denn die waren alle da in Iserlohn und die haben die Mannschaft bestmöglich unterstützt. Damit ist unsere Ausgabe von Eiszeit beendet. Mein Name ist Des Squire. Leute, Hockey Town Deutschland ist Berlin. Die Playoffs werden wir noch schaffen. Wir sehen uns im Stadion. Tschüss.